Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Trainsome World. Mein Name ist Felix der Weise und wir schauen uns heute das erste DLC für dieses Spiel an, welches heute pünktlich erschienen ist, nämlich der Great Western Express. Ihr seht im Hauptmenü des Spiels, es ist halt hier eine weitere Karte hinzugekommen. Hier haben wir die Standardstrecke, die CSX Heavy Haul. Und hier klicken wir jetzt mal auf den Great Western Express. Da sehen wir hier eine kleine Beschreibung. Great Western Express weckt die Erfahrung des Steuerns von Hochgeschwindigkeitszügen und Nahverkehrszügen auf einer der beliebtesten Bahnstrecken Großbritanniens zum Leben. Übernehmen Sie die Kontrolle über den berühmten Great Western HST und steuern Sie diesen von London Paddington aus mit bis zu 125 Meilen, umgerechnet 201 km entlang der Great Western. Ja, da gehen wir mal auf weiter. Und ja, Menü ist logischerweise genauso aufgebaut. Wir können Tutorials absolvieren, wir können Szenarien absolvieren. Wir können ja mal reinschauen, wie viele Szenarien dabei sind. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Szenarien sind dabei. Das sind, glaube ich, jetzt zwei weniger als im Hauptspiel. So, was wäre denn das bis zum Ende? Wählen Sie einen von drei zur Abfahrt des Valley stehenden Züge aus. Jeder verkehrt im Nahverkehr mit Halt an allen Bahnhöfen der geschäftigen Great Western Hauptstrecke. So, wir haben natürlich ja auch einen Fahrplanmodus und soweit ich weiß, orientiert sich der Fahrplanmodus wohl sogar an den realen Fahrplänen. So, klarer Sommertag. Nehmen wir doch mal einen... Ja, eigentlich müssten wir für England jetzt hier Regen nehmen, aber wir nehmen jetzt einen klaren... Wir nehmen mal einen klaren Herbsttag, es ist ja eh schon Herbstanfang gewesen. So, und da sehen wir hier die ganzen Dienste, die wir fahren können. Ja, das scheint man wirklich an ja, vorbildgerechte Dienste angesiedelt zu haben. Ihr seht, wie häufig hier der Bahnverkehr ist auf der Strecke. Es ist, glaube ich, alle halbe Stunde fahren die Züge zwischen London und Cardiff. 8 Uhr, nehmen wir mal so einen 9 Uhr Zug, das ist auf jeden Fall hell. Wird das am Depot losgehen, aber ich möchte von London aus fahren. Ja, fahren wir doch mal um. Ja, nehmen wir doch mal nach Hereford. Ich nehme mal nach Richtung Plymouth, ja. FV6 Richtung Plymouth. Nehmen wir doch mal den. So, und dann laden wir das Spiel. Ja, vielleicht kurz zur Strecke, was die Great Western Mainline ist insgesamt 118 Kilometer lang. Hier wurde ein Teil der Great Western Mainline gebaut, nämlich der Teil zwischen London Paddington Station und Reading. Das ist der erste Halt von London aus in Richtung Wales, wo auch die Fernzüge halten. Es sind in etwa um die 50 bis, ich glaube, 54 Kilometer, die hier gebaut wurden. Die Strecke verläuft bis Reading viergleisig. Das sind zwei Gleise für den Nahverkehr und zwei Gleise halt für den Fernverkehr. Und ich glaube, auf den Nahverkehrsgleisen fahren auch die Güterzüge. Und da sind wir ja schon in unserem Zug. Aber es lädt ja gerade noch. Aber bevor wir hier losfahren, würde ich sagen, stehen wir mal auf, verlassen unseren Sitz und gucken uns mal unseren neuen schönen Zug und die Paddington Station etwas an. So, aber dazu müssen wir erstmal aus dem Zug raus. Achso, das stimmt, durch die Lok können wir nicht gehen, so wie es aussieht. Was ist denn das hier? Motorraumbeleuchtung. Okay. Sehr interessant. So, und da schauen wir uns hier mal die Paddington Station an. Hier fährt da gerade schon der nächste Zug ein. Okay, was ist denn hier mit der Kameraperspektive? Ist wahrscheinlich so eine Art Bewegungsschärfe oder sowas hier drin. So, machen wir natürlich nochmal ein schönes Fotoshooting von unserem bereitstehenden Great Western Express. Ja, die Great Western Railway betreibt hier den Fern- und Nahverkehr auf dieser Strecke. Wir gehen jetzt mal Richtung Paddington Station. Paddington Station ist wohl einer mit der bekanntesten Bahnhöfe in London. Es gibt ja sehr viele Kopfbahnhöfe. Ich meine, ich habe es mal gelesen, dass es insgesamt 14 Bahnhöfe gibt in London für Fern- und Nahverkehr. Und London Paddington Station ist wohl mit einer der bekanntesten Bahnhöfe, die es hier in der britischen Hauptstadt gibt. Paddington kommt ja in vielen Filmen vor, es kommt in vielen Romanen vor, es gibt sogar einen Roman, 16.50 Uhr ab Paddington.
Der zweitbekannteste Bahnhof dürfte wohl der Bahnhof King's Cross sein. Also das sind ja halt die Bahnhöfe, die man vielleicht auch aus dem einen oder anderen Film kennt. Ja, auffallend ist schon mal eine wunderschön gestaltete Halle. Und mich würde jetzt mal so interessieren, ob man herauskommt. Wieso schleiche ich eigentlich so? Jetzt machen wir mal ein bisschen, ja, was für die Fitness. Okay, so. Ja, jetzt sind wir schon mal am Ende des Bahnsteiges. So, hier kommen wir schon mal nicht durch. Oh, hier kommen wir auch nicht durch. Okay, also hier ist definitiv Schluss von der Halle. Okay. Also hat man, so wie es aussieht hier, möchten Sie die Steuerung des Zuges aufgeben? Nein! Im Übrigen, ja, man kann hier irgendwie das noch auch in andere Züge wechseln, wenn man das möchte. So, man könnte hier vorne auf die Treppe gehen, denn DTG selbst hat ja vor 2 Tagen auch einen Stream gemacht zu diesem Spiel. Und da konnte, hat man dann halt schon die ersten Ingame-Szenen gesehen. Trailer selber habe ich mir persönlich nicht so gut wie gar nicht angeschaut. So, jetzt erwischen wir nochmal einen schönen Überblick über die Paddington Station, wo auch einige Züge stehen. So, wenn dann jemand dort war, der kann es ja mal beschreiben, ob das, ob noch Details fehlen oder ob es wirklich sehr gut wiedergegeben ist, aber weitestgehend, so wie ich das bis jetzt gelesen habe, ist das Feedback dann doch sehr positiv. Okay, sogar Durchsagen hier am Bahnhof. So, ich glaube, die Nahverkehrsgleise, die sind dann ja noch weiter. Sind ja noch weiter in diese Richtung. Aber wir würden sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zu unserem Zug. Und werden uns dann in Richtung Reading, was heißt ja richtig Reading, denn die Leute, die das gestreamt haben, die haben es als nicht Reading, sondern Reading gesagt. Ich gehe da mal davon aus, da die Leute aus Großbritannien kommen, also die Mitarbeiter von DTG, dass das dann wohl auch in der Aussprache auch Reading heißt. So, ja, ich gehe nochmal zurück, weil wir gucken uns diesen Zug natürlich mal von innen an. Da sehen wir nochmal unsere Lok. Kommen wir hier eigentlich rein? Nee, hier kommen wir nicht rein, aber wir können hier einsteigen. Oh ne, die kann man doch machen. Ja, das brauchen wir nicht. Vielleicht nur die Tür zu machen. So, es ist natürlich ein Dieselzug, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Und ja, es ist. Ich möchte das nicht aufgeben. Ja, weil wir dann wahrscheinlich viel zu spät wegkommen würden. So, und da sind wir hier im Zug drin. Die ersten Fahrgäste sitzen hier schon und warten. Kann man die ansprechen? Nee, kann man nicht. Warten, dass es hier doch endlich mal losgeht. Ja, und im Wesentlichen, ja, diese Einrichtung kommt mir doch sehr bekannt vor. Sieht man, ist in deutschen Zügen ja sehr ähnlich, gerade in den Wagen. Gerade das hier ist wahrscheinlich erste Klasse, weil eine jeweils Einzelsitze auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwei Sitze nebeneinander. Gepäckablagen, es ist auch schon sehr detailliert. Also, es kommt dann wirklich vor, als ob du hier wirklich im Zug sitzt. Der Hammer wäre es doch, wenn das Ganze noch als VR rauskommt. Gut, würde ich persönlich nicht nutzen, aber dass man wirklich den Eindruck hat, im Zug zu sitzen. Hier kommt gleich der nächste, der erste Klassewagen. Oder nee, das ist schon der Speisewagen hier, glaube ich. So, genau, das ist hier der Speisewagen, der hat aber geschlossen. Die Bar, das kommt ja auch mal vor. Und hier sind wir dann schon in einer Art zweite Klasse Bereich. Ihr seht, da sind die Sitze nicht ganz so breit. Da sehen sie auch noch bequem aus, aber sie sind halt nicht so. Hier könnten wir uns sogar hinsetzen als Fahrgast. Das ist ja eine tolle Sache. Schönen guten Tag, junge Dame. Oder bist das ein Mann? Nee, ist eine Frau. Ja, schön Sie kennenzulernen. Aber das ist schon mal eine schöne Sache, dass man hier auch mitfahren dürfte. Das ist echt eine schöne Sache, dass man sich da einfach hinsetzen kann und ja, diese Fahrt genießen kann. Aber ich glaube, der Wagenzug hat nur 2 Klassen, also wird jetzt, meine ich, genauso aussehen. Ich denke, jetzt haben wir das erstmal genug angeguckt. Ich hoffe, das ist euch jetzt hier nicht zu schnell. Meine Maus spinnt hier schon wieder. Wieso war denn jetzt hier die Tür zum Öffnen? Wo konnte man die jetzt öffnen? Hier oder was? Nee. Das Fenster ja nicht. Ich will die Tür öffnen. Dann machen wir es einfach hier. Na, was ist denn nun?
möchte wieder aus dem Zug raus, bitte, danke. So, hier wieder weiterhin Wagen der zweiten Klasse. So, aber ich möchte jetzt echt langsam los. So, so war es mal aus dem Wagen raus. Man ist im gewöhnlich, ist ja in Wirklichkeit auch so, man ist außerhalb des Zuges schneller durch, als wenn man durch den Zug geht. Das ist wirklich so, gerade bei Fernzügen. So, dann rennen wir mal zu unserer Lok vor und werden uns in Bewegung setzen. Die Fahrgäste warten schon auf die Abfahrt hier, unsere große Lok. Unser Zug ist die Class 43 der HST, auch bekannt als Intercity 125. So. Ja, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. So. Jetzt muss man hier hin, dass ja der Fahrer sitzt. Lösen wir die Bremse. Okay, entriegelt. So, was haben wir denn hier? Scheibenwischer brauchen wir jetzt nicht. Gut. Wir haben sogar die Führerstandsbeleuchtung, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Das ist hell genug draußen. Richtungswende auch vorwärts. So, ja, das können wir auch mit Q machen hier, das AWS zu steuern. So, jetzt hier bei dem weiß ich nicht mehr. Also wir könnten hier jetzt schon Sicherungssysteme nutzen. Das ist ein klarer Fortschritt gegenüber des Vorgängers. So, gut. Und wir setzen uns in Bewegung, okay. Ich dachte, man muss hier noch die Türen verriegeln. Ja, Steuerung ist weitestgehend sehr ähnlich mit dem Vorgänger, also wie im Train Simulator 2017. Okay, so, hier dürften wir sogar 25 Meilen dürfen wir aus dem Bahnhof rausfahren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sind eingestellt, definitiv. Schauen wir uns mal unseren Zug hier von außen an. Meilen dürfen wir jetzt hier fahren, also das ist schon recht schnell, das ist umgerechnet zu in etwa 50 km/h und das in einem Bahnhofsvorfeld. Ja, die Züge, die hier enthalten sind, vielleicht diejenigen, die für diejenigen schnell erklärt, ne, 40 Meilen sogar, so wie das aussieht, für diejenigen vielleicht schnell erklärt, die das Infovideo nicht gesehen haben. Dabei ist diese Class 43, welche wir hier gerade fahren, weiterhin ist am Start die Class 166, das ist der Nahverkehrszug, den ihr hier auch gesehen habt, den hätten wir auch fahren können, der hier dann in jedem Bahnhöfen oder an allen Bahnhöfen hält. Dann ist noch dabei die Klasse 66 und dazu passende Güterwagen. Also es ist auf jeden Fall hier mehr Abwechslung schon mal geboten, weil wir hier Personen- und Güterzüge fahren können und wir sogar wohl im Szenario die Züge auch wechseln können. Mit einem Fernzug zum Beispiel irgendwo hinfahren und dann von da aus wiederum mit einem, was weiß ich, Nahverkehrszug zum Beispiel weiterfahren können. Ja, das, was schlicht und einfach hier noch fehlt, ist der Editor bzw. die Tools. Und mein Eindruck, schon, das war schon, wo ich vorgestern das Let's Play gesehen habe von DTG. Also mein Eindruck ganz klar, wenn hier die Editoren rauskommen, beziehungsweise der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden oder beziehungsweise die Tools, mit denen sich halt Strecken bauen lassen, Fahrzeuge integrieren lassen und Szenarien entwickeln lassen, dann hat dieses Spiel meiner Meinung nach eine sehr große Zukunft. Ich sehe es auch schon, es läuft, obwohl wir hier mitten im Großstadtgebiet sind, läuft das hier sehr flüssig bei mir. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auf der Aufnahme aussehen wird, aber es läuft hier doch flüssig. Also,
lässt sich gut spielen und obwohl mein Rechner selbst ja schon über 5 Jahre alt ist, ist zwar die Grafikkarte und der Arbeitsspeicher im letzten Jahr 2016 nachgerüstet worden, und aber trotzdem läuft es hier recht super und das wirklich unter den fast höchsten Einstellungen. Natürlich sind auch wieder für jedes Fahrzeug Tutorials dabei, aber ich hatte ja schon angesprochen, die erspare ich euch heute, weil ich denke mal, ich wollte halt so loslegen, einfach um euch auch gleich die Strecke zu zeigen. Wir fahren schon 50 Meilen, also in etwa 80 Stundenkilometer. Ja, Meilen, Kilometer ist nicht das Doppelte, sondern das ist in etwa, also die Umrechnung von Meilen, Kilometer, so mal 1,6 müsst ihr da rechnen, wenn ihr das genau umrechnen wollt. So, F1 mal ausblenden. Ja, ich habe vor kurzem ja nochmal ein bisschen Railworks extra geübt. Ach, nicht Railworks, sondern Trainsimworld. Mein Gott, was ist heute los? So, und hier oben sehen wir im Übrigen, was wir machen sollen. Am Ort halten, Reading um 11.32 Uhr. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr so pünktlich schaffen. Und jetzt können wir hier mal richtig Gas geben. Richtig beschleunigen. Ja gut, ich habe den Sound hier vorher ein bisschen leiser gestellt, zwecks Aufnehmen. Ja, wahrscheinlich war es schon wieder zu leise. Gib mir doch mal ein Feedback, ob ich es wieder lauter stellen soll, weil wir hatten ja jetzt neulich im Train Simulator so ein bisschen das Problem, dass es dann zu laut war. Und deswegen habe ich es hier vorbeugend schon mal leiser gestellt. Yo, Reading. Ja, jetzt Stufe 5 ist dann schon die höchste Beschleunigungsstufe, die wir haben. Es wird jetzt also ein bisschen dauern, bis wir hier auf 125 Meilen sind. Ich habe jetzt mal die ganzen Objekte hier ausgeblendet. So, eine Passagieransicht haben wir hier aber nicht. Da müssten wir, wenn, dann als Passagier mitfahren. Aber das schaut schon richtig geil aus. Auch hier diese Bewegungsschärfe. Ich müsste noch mal gucken, ob die hier drin ist. So, das mussten wir nämlich quittieren, dieses Piepen. Aber Signal ist grün. Also das ist auch schon mal positiv, dass man hier Sicherungssysteme nutzen kann. Das war bei der CSX nicht so. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber das ist erstaunlich, wie flüssig das hier läuft. Ne? Also ich habe mir gedacht, nachdem ich die erste Strecke hatte, und habe mir gedacht, oh Leute, wenn hier die Stadtgebiete kommt, ob das noch läuft auf dem alten PC, aber überraschenderweise sehr flüssig. Es kommt doch alles natürlich. Das Spiel basiert ja auf der Unreal 4 Engine. Und das kommt doch rüber. Das kommt alles so wirklich irgendwie nochmal ein bisschen echter rüber als Railworks. Also, das Spiel hat Potenzial. Nun muss das Potenzial auch ausgeschöpft werden. Und dazu muss eben maßgeblich eben DTG beitragen. Das muss man ganz deutlich sagen. Soll jetzt auch gar keine Kritik oder sowas sein. Oder soll auch kein Hate oder sowas sein. Sondern das ist eben. Es bleibt zu hoffen, dass wirklich in naher Zukunft auch Drittanbieter die Möglichkeit bekommen und Freeware-Autoren die Möglichkeit bekommen, Szenarien zu bauen, Fahrzeuge zu bauen, Strecken zu bauen. Und dann hat dieses Spiel eine Zukunft. Ja, da das hier ein bisschen ruckelt, das kann natürlich sein, ich fahre das jetzt ja das allererste Mal ab. Und das ist ja immer so, wenn du so eine Strecke, da werden ja Daten ohne Ende abgerufen. Und wenn du das erstmalig abfährst, dann kann das sein, dass du dann mal ab und zu solche Ruckler drin hast. Das ist jeden Eisenbahn-Simulator so viel. Ja, Leute, bei mir irgendwie heute Tag der Spiele, vorher Anno aufgenommen. Dann steht dann für sich noch der Fernbus-Simulator vielleicht noch auf dem Programm, das weiß ich noch nicht. So, 99 Meilen, also 100, jetzt 100, also etwa 160, genau 160 Stundenkilometer fahren wir schon. Ja, also doch, es hat schon was. Auch wenn ich da manchmal so sehr skeptisch war bei dieser Sache, oder so ist doch, wo ich die ersten wirklichen Gaming-Aufnahmen gesehen habe, ist dann doch die Skepsis verflogen. Und ich denke mal gerade, wie genial wie das hier alles aussieht. Ja,
ist auch schön in die Tiefe hier gebaut. Der fliegt vorbei. Das ist wie wenn du wirklich, wenn du im echten Zug sitzt. Das ist nochmal schön verbessert worden mit der Performance. Zumindest kommt es gefühlt so rüber. Ne, also bei die CSX lief da, glaube ich, bei mir nicht so flüssig, obwohl es da eigentlich nur Bäume sind. So, wir müssen wieder quittieren. Das AWS meldet sich hier. Es möchte quittiert werden. Das machen wir auch mit der Taste Q. Kennen auch einige vielleicht aus dem alten Train Simulator. Hat auch jemand geschrieben bei der, in der Community, ja, und alle UK-Strecken schon entfernt für CSX, für Trains in World, für die neue Strecke. Bin ich der Meinung, ist noch ein bisschen zu verfrüht. Also ich meine, ich werde den alten Train Simulator trotzdem weiterspielen. Ich werde euch da auch weiter DLCs für dieses Spiel vorstellen, selbstverständlich, weil das hier sieht super aus, aber es wird doch noch ein bisschen brauchen, bis es letzten Endes die ja, letzten Endes die anderen DLCs abgelöst hat. Ja, und wisst ihr eigentlich, dass es einen kleinen Gag hier dazu gibt, aber zu dem kleinen Gag, was das mit der Strecke auf sich hat, das erzähle ich euch erst im nächsten Part. Bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen, euer Felix, der Weise.